So, heutiges Thema Messen in Matterport-Touren. Ich habe hier mal eine Tour einfach mal symbolisch vorbereitet. Wir sehen hier das Gelände und im Innenbereich und wir nehmen jetzt einfach mal ein Maß. Und zwar interessiert uns hier die Höhe der Lampe. Wie hoch ist die Lampe aufgehängt? Und da aktivieren wir hier ein Messwerkzeug. Also das kennen Sie ja. Wenn Sie das aktivieren, dann kommt hier dieser Plus-Button und Sie können das absetzen. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, wenn das aktiv ist, gibt es hier oben eine Einstellung und da kann man sagen, er soll ein Raster fangen, dann springt er auch immer so von Punkt zu Punkt. Wenn Sie das nicht möchten, also wenn er zwischen zwei Messpunkten interpolieren soll, dann müssen Sie das einfach ausschalten. Und dann ist hier Darstellung und welche Maßeinheit. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. So, und jetzt gehen wir her, machen hier mal ein Maß. Das dauert immer einen kleinen Moment im Moment. Ich bin jetzt aber auch nur mit einem kleinen Laptop unterwegs. Und sobald er sich dann initialisiert hat, kann ich dann hergehen und kann sagen, okay, Klick, Messpunkt 1. Und dann setze ich hier unten den Punkt ab. Ein bisschen rauszoomen noch. So, ungefähr so, sag ich mal, 7,5 Meter. Okay. So, und dann habe ich hier meine Messung. So, und wenn ich jetzt weitergehe, dann bleibt die erhalten. Was aber viele machen dann, ist hier das Messwerkzeug deaktivieren. Und dann ist die Messung auch verschwunden. Wie gesagt, die ist da, solange Sie in der Session sind. Wenn Sie jetzt aber das Ganze zumachen, das ist ganz schön schief geworden, wenn Sie es aber zumachen jetzt, dann ist es natürlich verloren. Das heißt, es ist hier keine Speicherung vorgesehen. Schließen wir mal das Ganze. Und Sie haben sich gemerkt, 7,5 Meter stand da. Und wir gehen jetzt einfach mal in das Backend. Das heißt, ich bin hier in my.metaport.com. Habe hier meine Tour und gehe hier direkt auf Bearbeiten. Und wenn ich hier auf Bearbeiten bin, habe ich hier wiederum auch ein Messwerkzeug. Da geht dann direkt gleich eine Hierarchie auf. Also in dem Fall ist es ja mein Erdgeschoss. Und wenn ich jetzt hier auf Messen gehe, kann ich wieder dasselbe Maß absetzen, nur mit dem Unterschied, dass es dann in die Datenbank gespeichert wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder hochgehe und fange hier, jetzt habe ich hier, sorry, jetzt habe ich mich hier vertippt. Machen wir mal hier wieder so und dann gehen wir hier nach unten. Ja, jetzt haben wir 7,4 Meter. So. Okay, so und das ist ja jetzt im Prinzip dasselbe Maß. Und jetzt ist es so: Es wäre ja ein Maß, worüber ich auch mit dem Kunden diskutiert habe. Das heißt, wir wollen ja irgendeine Maßnahme machen, ganz egal, ob das jetzt eine Tür einbauen ist oder die Fensterfläche reinigen oder keine Ahnung. Ich empfehle dann hier dringend auf die drei Punkte zu gehen, auf Umbenennen und dann einfach eine Beschreibung reinzugeben. Also zum Beispiel Höhe, ich mache mal OE, Lampe. So, Enter. So, und dann sieht man hier schon gespeicherte Änderung. Okay, damit ist es eigentlich aus meiner Sicht schon erledigt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier rausgehen, dann passiert jetzt erstmal nichts. Also man sieht das jetzt hier auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier die Tour aktiv mache, also das Messwerkzeug aktiv mache, dann sieht man, ist da schon die Höhelampe drin. Und wenn ich hier zurückgehe, wird man auch hier unter der Hierarchie dieses Maß finden. Und so könnte ich halt hier eine ganze Reihe von Maßen absetzen. Also könnte meinetwegen sagen, ja, wir wollen einen Schrank von A nach B und lichte Höhe erste Tür, lichte Höhe zweite Tür, lichte Höhe dritte Tür ist leider zu flach, müssen wir den Schrank doch umlegen. Bloß als symbolisches Beispiel. So, und jetzt nochmal, jetzt haben wir das Ganze ja gemacht. Das heißt, ich gehe aus meinem Workshop hier wieder raus und mache nochmal ein neues Inkognito-Fenster. Kopiere hier einfach meine Tour rein. Ruf die auf und mach dann auch mal wieder das Messwerkzeug aktiv. Und dann sieht man, das ursprüngliche Maß mit 705 ist verschwunden. Also das ist das, was pro Session dann wiederum verloren geht. Warum macht man das? Es ist einfach so, dass man bei Matterport unterscheidet zwischen: Der Kunde navigiert durch die Wohnung durch und zieht ein Maß, um zu gucken, ob seine Schrankwand hinpasst. Dann kommt der nächste Kunde, läuft auch wieder durch die Wohnung, macht noch ein Maß, noch ein Maß, noch ein Maß. Dann hätten sie irgendwann hunderte von Maßen in der Tour und dann wäre die Tour unansehnlich. Wenn Sie aber als Betreiber der Tour mit der Tour arbeiten wollen und gezielt Informationen bereitstellen,
möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, in dem Backend diese Informationen anzubringen und entsprechend auszuspielen. Und dann steuern Sie sozusagen als Administrator, ob Ihr Kunde darauf zugreifen darf oder ob er das löschen darf oder wie auch immer. Das kann man sicherlich dann alles konfigurieren. Fakt ist, es wäre ein Weg, um dauerhafte Messungen in einer Tour abzulegen. So, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet und in diesem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten Mal, vielleicht einen Daumen nach oben. Danke, bis dahin, tschüss.